Ich soll versuchen, ein bisschen Deutsch zu sprechen. Vorige Woche war ich in Rom, wo der Papst lebt. Sie wissen das natürlich. Und ich musste nach Hause, nach Holland. Ich hatte ein Fest in Holland. Und der Papst, ich habe ihn besucht, sagte zu mir, können Sie nicht bleiben? Ich sagte, nein, ich muss nach Holland. Wir haben eine Feste, Rom, katholische Feste. Und der Papst sagte zu mir, ich habe Ferien. Darf ich auch zum Feste kommen? Ich sagte, natürlich. Und ich war zum Feste, aber ich hatte ein Telefongespräch bekommen. Der Papst war zurückgegangen beim Grenze. Er hatte eine Woche Ferien und dann hat sein Chauffeur gesagt, ich gehe mit Sie nach Holland. Der Papst hat gesagt, ich gehe nicht fliegen, dann muss ich immer wieder die Grundküsse, das mache ich nicht, wir gehen mit dem Auto. Und dann in Italien, er konnte so schnell wie er möchte, 200 Kilometer, Österreich, Deutschland, 180, 190, aber Holland, beim Grenze, 80, 70, manchmal 60. Und der Papst hat gesagt, ich bin ein bisschen krank im Magen. Warum machst du immer 60, 70? Und der Chauffeur hat gesagt, man darf nicht schneller in Holland. Der Papst hat gesagt, lass mir fahren. Der Papst hinter dem, wie heißt das? Steuer. Und 140, 150, 160 und dann die Polizei halt. Die Polizei guckte im Auto und hatte gedacht, mein Gott, was ist denn das? Er sagte, darf ich meinen Chef anrufen? Natürlich, hat der Papst gesagt. Und der Polizist rufte seinen Chef an und hat gesagt, ich habe so eine angehalten, so wichtig, so gewichtig. Und sein Chef hat gesagt, die Königin, Beatrix, nein, viel höher. Der neue König, Willem-Alexander, nein, noch viel höher. Mein Gott, hat der Chef gesagt, wer hast du gestoppt, angehalten? Die Polizist hat gesagt, ich glaube Gott selbst, um dass der Papst hinter dem Steuer saß. Ist das Deutsch gut genug? Okay. Mein Mann soll sagen, ich bin